Wo kommt der Honig her? Ja, eigentlich vom Sonntagberg draußen haben wir unsere Bienen hauptsächlich stehen. Und das ist ein Blütencreme-Honig. Der ist die erste Ernte im Jahr. So, bitte, das ist aber jetzt schwarz am Tag. Es wird jetzt schwer, aber ich werde ein Krankus. In der Kirche, mit der Nikolauskirche, da ist ganz was Besonderes. Ja, und zwar, das ist so, wir haben heuer in Konradsheim ausgestellt, mein Mann und ich, und da habe ich Konradsheim gemalt und da habe ich mich ganz intensiv beschäftigt mit Konradsheim und bin in die Kirche gegangen und habe da den Nikolaus entdeckt. Der hat keine Äpfel, sondern der hat Birnen am Bug. Und ja, Und das ist sehr interessant gewesen. Und dann habe ich einen Konradsheim gemalt in Aquarell und einen Nikolaus gemalt in Aquarell. Und für mich ist ja der Nikolaus ein frommer, guter Mann. Und da sind halt dann die Kindheitserinnerungen. Ja, und du bist ja selbst da als Nikolaus. Ja, ich bin 3 Jahre als Nikolaus gegangen und habe das so empfunden, dass die Kinder das sehr, sehr annehmen. Und sie haben mir da auch Gedichte gesagt und ich habe auch das Nikolaus-Gewand selber genäht damals mit meiner Mutter und weil ein Onkel von mir war in Afrika und da habe ich so einen schönen Stoff gekriegt und das Nikolaus-Gewand habe ich weitergegeben. Ja.
Ja, das habe ich dann gar nichts mehr. Aber der Nikolaus ist jetzt im Hubsitz bei den Pfaffen unterwegs. Ja, und bereitet wieder viel Freude. Seitenstetten, 11 Kilometer von hier. Ja. So ein wunderschöner Mistelzweig. Unter dem, glaube ich, sagt man, soll man sie küssen. Weidhofener Nikolause, die haben sich da einen eigenen Schneebau gemacht. Und was trinkst du da an der Schneebau? Ja, da gibt es jetzt so einen herrlichen Kindersaft, extra für die Nikolause. Und den werden wir jetzt verkosten. Naja, das Spezialhäferl und das Spezialgetränk für den Nikolaus in der Nikolausstadt Weidhofen. Da lässt sich's leben. Das verkosten halt, ne? Ja, verkosten. Prost. Prost. Danke. Ja, Fritz, du brauchst ja nur eigentlich eine Mütter aufsitzen und dann warst du auch Nikolaus. Ja, so heilig bin ich auch nicht. Naja, aber wir haben dich schon gern, gell? Bist du schon ein Braver, ne? Ja, ein Mondfotografer. Ein ganz Braver. Für die Krampus. Na, das ist recht. Ich glaube, die nehmen wir mit. Ne? Schwaffe, das haben wir gern. Ja. Das tut's. Wollt ihr das einmal probieren?
Gibst du uns gleich eine bitte? Jawohl, ja? Gerne. Dann machen wir eine da in den Sack. Hm? Gib mir gerne. Ja. Dann wird da eine kleine Schusslicke schmecken. Ja, genau, so machen wir das. Schön rot, aber wir sind ja beim Ballmeister, also alles grün. Warum ist denn heute alles rot? Ja, das ist der Krampus. Der Krampus. Nur was sagt denn da der Nikolaus dazu? Der hat ja schon was gesehen. Aber zu den braven Mädchen kommt auch der Nikolaus, gell? Ja, das hoffen wir schon. Ja, genau. Glaube ich, ganz brav sind, kommen da gleich zwei Nikolaus oder wie ist das in Weidhofen? Auf alle Fälle. Die bravste Wirtin von Weidhofen haben wir da, gell? Naja, wer es nicht näher kennt. Ja. Was steht der, der die haben jetzt in Krampus schicken. Kann doch niemand ein Gedicht aufsagen.